Das Wochenende ist rum und es gibt viele Freunde der Umverteilung. Das ist wohl nichts ganz Neues, allerdings, dass das auch so an der Börse passiert und zwar in dem Fall nicht von clever zu, naja, ein bisschen unerfahren oder von mir aus glücklich zu unglücklich, wie man es auch immer sagen will, sondern wieder mal in die Richtung, ja, die Standardwerte zu den Tech-Titeln. Da sehen wir aktuell gerade beim Dow Jones sehr deutlich, beim S&P ebenfalls. Wir sehen hier im kurzfristigen, nachdem die Börse eröffnet hatte, also über Nacht, das war jetzt nach dem Wochenende nicht so wirklich wie passiert, aber wir sehen, seitdem die Börse auf hat, der Dow Jones ordentlich nach unten gebrettert. Es ist kein Drama, es ist nicht wirklich jetzt irgendwas ganz Schlimmes, aber wir sehen zumindest mal auffällig, die Tendenz geht zügig nach unten, also da ist nicht wirklich ein Halten da. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, was der Nasdaq in gleicher Zeit getan hat, der hat gesagt, wie jetzt, Börse beginnt mehr oder weniger hier zu diesem Zeitpunkt, dann gehen wir doch mal tapfer nach oben, also man sieht genau das Gegenteil. Es ist sehr, sehr auffällig. Wir sehen also, dass hier aktuell ein Hin- und Herschieben zwischen diesen Posten weiterhin, muss man ja sagen, stattfindet. Denn das ist nichts ganz Neues. Wir haben ja gesehen, dass der Dow Jones in den letzten Wochen relativ oder letzten vielen Tagen recht gut dastand, während der Hightech-Markt, also der Nasdaq hier in dem Fall, seit dem 12. Februar eigentlich mehrheitlich die Abwärtsseite hier fährt. Also ein Hin- und Herschieben aktuell, das bedeutet allerdings auch, dass der Markt insgesamt ein bisschen auf der Stelle jetzt tritt, wenn wir das mal so uns vor Augen halten sollen. Allerdings mit Chancen, dass sich vielleicht jetzt die Aktienmärkte zumindest mal wieder in Richtung Tech ein wenig bewegen. Aber was rede ich von den Chancen? Gucken wir uns mal an, was wir daraus bauen können. Und dann sehen wir mal vielleicht ein bisschen weiter. Für mich zumindest mal auffällig, dass die Bewegung, die wir beim Nasdaq hier seit dem Tief hier am 5. März nach oben hatten, noch nicht so richtig überzeugen kann. Es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir zuvor zum Beispiel beim Dow Jones hatten, wo wir überlappungsfrei nach oben gegangen sind. Das haben wir nicht aktuell. Also das ist ein richtig toller Bullenmarkt. Das ist wirklich was mit Kraft. Und das, was der Nasdaq hier in den letzten Tagen da geschafft hat, das ist dann doch eher übersichtlich. Wir haben viele Rücksetzer, viele Überschneidungen. Das muss noch nicht den Gar ausmachen, aber zeigt, dass der richtige Glaube hier für die Tech-Seite noch nicht zumindest aktuell wieder da ist. Wir werden jetzt mal sehen, ob wir die 14.000 zeitnah knacken können. Das wäre selbst in einem bärischen Bild durchaus möglich, dass wir hier nochmal drüber gehen, also über das letzte Hoch hier, die 14.000, nochmal ganz kurz wie Schlag mal am Horizont mal eben einmal erreichen. Und dann werden wir sehen, ob das, was sich bis dahin an Dynamik nach oben entwickelt hat, wirklich aussieht wie eine Dynamik oder dann doch eher so dieses typische Hin- und Hergewackel dann eben ist, was wir aktuell ja durchaus hier in den letzten vielen Wochen schon nach oben hatten, wo wir sehen, der Markt will wohl irgendwie hoch, aber so richtig Begeisterung hat keiner mehr, weil dann doch die Sorgen immer größer werden. Und deshalb fraglich ist, wohin das Ganze da noch führt. Die Sorgen werden immer größer. Wir hatten es am Wochenende, ich habe ja immer mal wieder so einen Überblick, auch hier bei finanzmarktwelt.de, wo wir über die Märkte so ein bisschen reden. Ein kurzer Blick auf die Zinsen, die Zinspapiere, die sind im Moment unterstützt. Das heißt nicht, dass der Kurs nicht tiefer gehen kann, denn noch gilt die gleiche Regel wie zuletzt, die scharfe Seite immer runter, die scharfe Seite immer runter, die scharfe Seite immer runter und die Gegenseiten. Das sind alles so diese Wackeldinger, diese ABC-Dinger, auch hier jetzt eher wackelig nach oben und wieder die scharfe Seite nach unten. Jetzt hängt es an dem, was hier passiert und ob wir dann das nach unten nochmal wieder toppen. Merkt euch diese Zwischentiefs als mögliche Ideen für einen Einstieg. Ob man jetzt die Zinspapiere auch aktiv handelt, einige mögen das gerne, man kann die auch natürlich traden, gar keine Frage, aber zumindest mal einen Blickfang wären sie, denn wenn sie weiter nach unten gehen, dann müssen wir damit rechnen, dass ja gleichzeitig die Zinserträge nach oben gehen für diese Papiere, also zumindest mal die Renditen würden dann nach oben gehen. Und das ist ja das, was im Moment sehr, sehr vorsichtig oder mit Sorge sozusagen mal beachtet wird. Also wir sind hier gespannt, wohin das Ganze führt. Es gibt aber durchaus einige Titel, die im Moment, wenn auch nicht unbedingt Boeing, warum ich den jetzt aufgemacht habe, aber auch Boeing, Standardwertetitel, also besser kann man es nicht machen. Gucken wir doch mal auf so einen Titel. Wunderschön hier auf dem Weg nach oben. Übrigens, die Mechanik, die ich ja immer wieder so erzähle, die funktioniert hier auch. Überlegt euch, welches ist die steilere Seite, welche ist die flachere Seite. Das ist jetzt ja auch wieder eine steile.
dann kann man relativ leicht erkennen, wenn das jetzt wieder passiert, in welche Richtung man wohl vorzugsweise unterwegs sein sollte. Allerdings fehlt das. Also ich kaufe ungern am höchsten Punkt. Ja gut, wer macht das schon gerne? Aber solange der Kurs nicht irgendwie ein bisschen mehr entgegenkommt und dabei Schwäche zeigt, das kann im Großen sein, wie wir das hier im Tageschart sehen. Das kann aber auch im Kleinen sein, wie wir das hier im Intraday-Chart, hätte ich fast gesagt. Das ist interessanterweise alles auch Tag. Ah, okay. Ich hatte hier ein bisschen was anderes eigentlich mal gemacht. Aber ihr seht, dass es hier teilweise eben auch im Intraday-Chart stundenweise hier oder welche Zeit eben auch immer. Also ich mag damit immer ganz gerne rumspielen. Also wenn ich die Aufwärtsseite stark, die Abwärtsseite schwach, ihr seht, das ist gar nicht jetzt eine Frage der Zeiteinheit, sondern das ist ein generelles Prinzip an der Börse. Achtet da ein bisschen darauf. Dann habt ihr zumindest mal eine Idee, in welche Richtung ihr vorzugsweise unterwegs seid. Ich weiß, es gehört zum Traden immer ein bisschen mehr. Und auch gerne konkrete Marken. Die geben wir sehr, sehr gerne im Trade des Tages dann an, wenn wir da eine Situation haben, die auf jeden Fall empfehlenswert ist, sich die intensiver anzugucken. Dann schlagen wir hier mit unseren konkreten Ein- und Ausstiegssignalen oder Marken da einen Markt vor. Ansonsten empfehle ich euch, ihr guckt bei Born for Trading rein. Da gucken wir uns Titel wie die Boeing an. Oder ihr seht hier ein paar andere oder sogar noch Nachrücker, die wir ja auf der Liste haben, die vielleicht in aller Kürze hier spannend werden können bei den Währungen oder eben auch bei vielen Einzelaktien, zum Beispiel eine Apple, um das mal so anzuzeigen. Das sieht doch nach einer spannenden Geschichte aus. Wer mehr dazu erfahren will, der meldet sich bei Born for Trading an hier auf finanzmarktwelt.de und kann da ein bisschen mitgucken, was wir da so treiben. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, einen wunderbaren Handelstag, bis bald.